Hallo liebe Hi-Fi-Freunde, mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi Studio in Karlsruhe. Heute würde ich Ihnen gerne den Opera Consonance Droplet CDP 5.0 HD vorstellen. Die Firma Opera Audio ist eine High-End-Manufaktur, die bereits seit über 20 Jahren ganz extrem hochwertige High-End-Röhrenverstärker und CD-Spieler fertigt. Inzwischen auch andere Komponenten, die an die Technik angelehnt sind. Opera produziert und entwickelt auch für andere Hersteller. Das zeigt, dass die Marke heute schon weltbekannt ist und natürlich vor allen Dingen durch solche Geräte wie den Droplet 5.0 hier bekannt geworden ist. Der ist nämlich einzigartig, das sieht man schon an seiner Form. Droplet heißt ja Tropfen, dementsprechend ist das ganze Gerät ein bisschen dieser Form nachempfunden. Und man sieht das auch an den verschieblichen Glasbausteinen hier, die als Tropfen ausgeführt sind. Wer heute noch eine große CD-Sammlung besitzt, braucht auch ein entsprechendes Abspielgerät. Und da ist so ein High-End-Player wie der Opera hier natürlich genau das Richtige. Eine extrem aufwendige Konstruktion in Sandwich-Bauweise. Sie sehen die gesamte Unterkonstruktion aus Holz, in dem Fall hier in Rosenholz. Das Gerät gibt es auch in Schwarz oder in Walnussholz zu kaufen. Und kombiniert ist das Ganze hier mit massivem eloxierten Aluminium. Das gibt ein entsprechendes Lebendgewicht von 25 Kilo, ist also nicht so ganz leicht zu transportieren. Die Beladung des Gerätes funktioniert durch diese Öffnung hier, einem Deckel, und darunter sehen wir das CD-Laufwerk und den Magnetpuck, der auf die CD kommt, um diese zu fixieren und festzuhalten. Wenn ich das Ganze eingelegt habe, schließe ich das Ganze komplett hermetisch hier ab und dann kann es auch schon losgehen. Die Opera CD-Spieler zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie eine Röhrenausgangsstufe haben. Zum Einsatz kommen hier zwei Softec 6N30 Röhren im Ausgang, die dem Klang dann auch eine entsprechende Röhrencharakteristik geben. Bei der HD-Version von dem Droplet 5.0 ist auch der Wandler, der da eingebaut ist. Das ist ein Delta-Sigma-Wandler, der bis 24-Bit 192 kHz arbeitet und eben die Signale von der CD auch absampelt. Aber man kann auch externe Geräte hier anschließen und den Wandler genau dafür benutzen. Nämlich zum Beispiel Blu-ray-Player, alles was einen digitalen Ausgang hat, kann hierüber gewandelt werden. Ja, hier sieht man den Droplet von hinten. Man kann schön sehen, wie der ganze elektronische Innenteil in das Sandwich-Gehäuse hier eingebettet ist. Und das ist das Anschlussfeld. Hier drüben der Netzanschluss. Ich stecke hier mal ein schönes, adäquates Netzkabel rein. So ein hochwertiger Player hat auch die Versorgung über ein richtiges Stromkabel verdient. Das ist ein Opera Ella Baby. Daneben sehen wir den digitalen Ausgang. Koaxial, das heißt für einen Schnittstecker ausgelegt, und daneben haben wir die symmetrischen Ausgänge. Ich zeige das hier mal beim Stecken. Wunderbar. Und neben den symmetrischen haben wir die Cinch-Ausgänge. Links und rechts. Hier haben wir an der Rückseite ein bisschen seitlich den Eingang für ein externes Digitalgerät. Ich stecke das hier gerade mal. Der ist auch koaxial, das heißt für Chin-Steckerkabel ausgelegt. Und mit diesem Schalter schalte ich um, ab der eingebaute Wandler das CD-Signal wandelt und über die Röhrenausgangsstufe dann weiter ausgibt oder über den externen Eingang das separat angeschlossene Gerät wiedergibt. Der Droplet-CD-Spieler ist ein echter Hingucker. Verarbeitet wie eine Burg. Auch unten dran, wo man es nicht so sieht, hat er aus dem vollen gefräste Aluminium Spike-Füße, die das Gerät auch von seinem Untergrund perfekt entkoppeln. Die Fernbedienung ist aus dem vollen gefräst, auch aus Aluminium, und ist im Lieferumfang enthalten.
Der Droplet 5.0 ist der richtige Player für alle, die aus dem CD-Hören ein wirkliches Erlebnis machen wollen, was sich hier nicht nur im Klang, sondern auch in der Bedienung manifestiert. Allein durch das Ritual des Einlegens der CD und des gesamten Abspielvorgangs erinnert das Ganze stark an eine Schallplatte. Und das nicht nur von der Bedienung her, sondern auch klanglich erinnert das Gerät an ein großes Analoglaufwerk. Frei von jeglicher Schärfe, immer warm, äußerst transparent, mit einer fulminanten Natürlichkeit, die hier ganz große Freude bereitet. Das liegt sicherlich auch mit an der Ausgangsstufe, aber auch an der hervorragenden Sandwich-Bauweise von dem gesamten Laufwerk. Wer dann noch experimentiert, nämlich mit diesen Tropfen, wird feststellen, dass klanglich auch nach Feng Shui verschiedene Dinge tatsächlich eine Bewandtnis haben. Denn je nachdem, wo ich die Tropfen auf dem Gerät anordne, werde ich auch leichte Unterschiede in der Klangcharakteristik erfahren. Ja, liebe Hi-Fi-Freunde, das war's auch schon für heute mit unserem Opera Audio CD-Spieler, dem Droplet 5.0 HD. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie schauen auch nächstes Mal wieder rein, wenn wir eine High-End-Komponente hier bei SG Akustik vorstellen. Tschüss!